Vom 6. bis zum 12. August 2018 findet in Berlin die Leichtathletik-Europameisterschaft statt. Welches Land erreicht am meisten Gold-, Silber- und Bronzemedaillen? Wie schneiden die Deutschen ab? Hier findet ihr den Medaillenspiegel. Den ewigen Medaillenspiegel für die nicht mehr existierende Sowjetunion an, die insgesamt 333 Medaillen und damit 46 mehr als Großbritannien, 287, gewonnen hat. Der Medaillenspiegel der Leichtathletik-EM 2018 in Berlin. Platzland Gold, Silber, Bronze, Gesamt 1 Deutschland 364.132, Großbritannien 33.393, Polen 33-64, Griechenland 31-4, Frankreich 31.246, Spanien 22.377, Ukraine 22.268, Norwegen 20.029, Belgien 12149, Sternchen 121.411, Türkei 111.312, Belarus 1-3413, Litauen 1-12, Schweiz 1-1215, Israel 1-1, Portugal 1-117, Niederlande 112, Schweden 11.219, Bulgarien 1-1, Slowakei 1-1, Tschechien 1-122, Italien -2223, Estland -11, Irland -11, Österreich 11, Ungarn 11 Sternchen. Die russischen Athleten laufen unter neutraler Flagge auf Leichtathletik-EM 2018. So funktioniert der Medaillenspiegel auch bei der Leichtathletik-EM. Gilt das altbewährte System The Winner Takes It All. Der Medaillenspiegel wird primär nach gewonnenen Goldmedaillen geordnet, unabhängig davon, wie viele Silber- und Bronzemedaillen gewonnen wurden. Nur bei einem Gleichstand zählen die Silbermedaillen, sind auch dort beide Nationen auf dem gleichen Stand, werden die Bronzemedaillen in die Wertung einbezogen. Kritiker bemängeln an diesem System, dass so die Wertigkeit von Silber- und Bronzemedaillen heruntergesetzt wird. Aus diesem Grund gibt es in der obigen Tabelle eine Extraspalte, die die Anzahl der insgesamt gewonnenen Medaillen aufzeigt, unabhängig von ihrer Farbe. Leichtathletik-EM 2018, alle deutschen Medaillengewinner Gold. Arthur Abele, Zehnkampfherren, Thomas Röhler, Speerwurfherren, Silber. Gina Lückenkämper, 100 Meter Sprint Frauen, Fabian Heinle, Weitsprung Männer, Christina Schwanitz, Kugelstoßen Frauen, Andreas Hofmann, Speerwurf Herren, Pamelia Dutkiewicz, 100 Meter Hürden Damen, Bronze. David Stoll, Kugelstoßen Männer, Sindiro Leder, 100 Meter Hürden Damen. Wie sah der Medaillenspiegel bei der Leichtathletik-EM 2016 aus? Alle zwei Jahre kämpfen die Leichtathleten bei Europameisterschaften um Edelmetall. 2016 fanden die Wettkämpfe in Amsterdam statt. Den Medaillenspiegel führte nach dem letzten Tag Polen an, die insgesamt 6 Goldmedaillen, 5 Silbermedaillen und eine Bronzemedaille. Deutschland holte insgesamt zwar 4 Medaillen mehr, wurde aufgrund der weniger erreichten Goldmedaillen aber schlussendlich nur Zweiter, 5 Gold, 4 Silber, 7 Bronze. Den dritten Platz sicherte sich Großbritannien, 5-3-Achtel. Werbung, Werbung.